Ich, dass nicht die Absicht besteht, das NATO-Verteidigungsgebiet auszudehnen nach Osten. Das gilt übrigens nicht nur in Bezug auf die DDR, die wir da nicht einverleiben wollen, sondern das gilt ganz generell. Es gab damals eine Bemerkung von Jim Baker in der Richtung. Der hat aber einen oder zwei Tage später seinen Präsident schon ganz klar zurückgenommen und gesagt, kommt überhaupt nicht in Frage. Es gibt keine Protokollnotiz und es gibt keine völkerrechtliche Vereinbarung. Und das ist das Wichtigste. Aber nicht einmal ein Versprechen, keine Protokollnotiz und kein Vertrag. Das heißt